Hey Enrico. Hey Michi. Wir sind wieder dabei. Oh ja, wir bereiten gerade die neuen Winterkurse vor für das Wintersemester 18-19. Da haben wir zwei Kurse im Programm. Fusion Guitar Favorites und Rock Guitar Essentials. Ganz genau. Und was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist eine Nummer aus unserem Fusion-Kurs Cantaloupe Island. Und zwar in der Version, in der wir sie dann auch einstudieren werden. Das ist nämlich die Jam-Track-Version, die wir extra produziert haben für unsere Teilnehmer. Genau. Und zwar wollen wir Pat Metheny beleuchten, der diese Nummer ganz toll mit Herbie Hancock gespielt hat. Und so ein bisschen in den Stil eintauchen von Pat Metheny. Mit einer wirklich schönen Nummer. Dann haben wir diesmal Jeff Beck auch. Oh ja. Und Steve Lukather. Und sag mal, was für Titel, nur damit wir so ein bisschen einen Eindruck geben können. Wir machen diesmal Wine Light in der Version von Paul Brown. Okay, Paul Brown ist nicht so bekannt. Nicht so eine große Nummer wie jetzt Robin Ford oder Larry Carlton, aber ein sehr tasty Spieler. Mhm. Ganz geschmackvoll, sehr stilsicher. Und die Wine Light Version ist richtig klasse. Finde ich auch, macht echt Laune. Was haben wir noch? Dann haben wir noch Cause We've Ended as Lovers von Jeff Beck. Oh, also eigentlich von Stevie Wonder, aber in der Jeff Beck Version ist es richtig bekannt geworden, oder? Genau. Und Crusaders haben es, glaube ich, auch gespielt. Da gab es in den 90ern oder Ende der 80er nochmal eine Version, auf der Steve Lukather spielt. Ja, genau. Wirklich sehr cool. Tolle Version. Ja, was gibt's noch so? Put It Where You Want It. Ah, ganz schön. Sind wir auch bei den Crusaders? Natürlich. Im Original auch von Larry Carlton. Ja, und dann glaube ich, haben wir noch einen Klassiker von Robin Ford dabei. Stimmt. Eigentlich auf seiner zweiten Soloscheibe Talk to Your Daughter gibt's ja. Revelation. Ja. Von Russell Ferrante von den Yellow Jackets komponiert. Ja. Eine tolle Nummer, eine tolle Scheibe. Mm. Wegweisend für so viele Gitarristen. Mm. Uns eingeschlossen, oder? Sowas von. Ja. Und Revelation war schon immer ein, schon auch eine Herausforderung, ne? Muss man sagen. Ja, hat mich schon immer fasziniert. Habe ich schon immer heimlich geübt zu Hause. Okay. Und, ja, also eine tolle Nummer einfach, macht einfach Laune. Ja. Und wir haben auch klasse Playbacks vorbereitet zum Dazuspielen. Ja. Jam-Tracks. Eine tolle Band hat die ganzen Tracks eingespielt. Ja, Revelation ist ja auch nicht ohne, so, gerade was Keyboard angeht. Also ein großer Spaß, da auch reinzuhören und mitzuspielen. Mm. Ja. Und zu guter Letzt haben wir noch Jeff Golub. Ah ja, stimmt. Auch ein toller Spieler mit Cold Duck Time zum alten Funk-Fusion-Klassiker. Ja, das ist eigentlich die bekannteste Nummer von ihm, kann man fast sagen, oder? Von Jeff Golub. Also ja, der hat ja auch, so wie Paul Brown, ist er so genau. in diesem Genre unterwegs, so ein bisschen so ticken Richtung Smooth Jazz. Smooth Jazz, genau. Ja. Aber ein ganz toller Spieler, der leider ja verstorben ist vor nicht allzu langer Zeit. Nicht allzu lange, genau. Ja. Hat uns schöne Sachen hinterlassen und es wird ein großer Spaß sein, sich damit auseinanderzusetzen, auch für unsere Teilnehmer. Mhm, genau. Also wir freuen uns auf euch. Ja. Das wird bestimmt sehr viel Spaß machen. Wir haben schon ein paar Anmeldungen, ein paar Leute sind schon da. Geht einfach auf supergame.de. Schaut euch das alles nochmal an auf der Website und wir freuen uns sehr, wenn ihr dabei seid. Ganz genau. Also, dann bis zum Wintersemester 2018. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao. Bis bald.